Müllschacht? Okay, irgendwie nicht. Noch eine Leiche. Sie ist älter und stark verwest. So, kann ich hier nochmal schmatzen ein bisschen? Menschen sollten sich keine Gedanken über grundlegende Bedürfnisse machen müssen. Dieser Raum wird Ihre Fähigkeit testen, die Bedürfnisse jedes Menschen zu erfassen und zu befriedigen, wenn er selbst nicht weiß, was er will. Ein weinendes Baby wird aus der Krippe auftauchen. Ohne es zu berühren, trösten Sie das Baby und sorgen Sie dafür, dass es aufhört zu weinen. Sie haben 20 Sekunden pro Versuch und mehrere Versuche sind erlaubt. Sammle Daten, Leiche. I discovered another hung body. What has happened to the humans who ran this facility? Ich habe noch einen aufgehängten Körper gefunden. Was ist den Menschen zugestoßen, die diese Einrichtung hier betrieben? Tja. The caretaker has made some modifications. Der Wärter hat einige Veränderungen vorgenommen. If you fail these evaluations, you and likely your human will be depurposed. Falls du in diesen Evaluationen versagst, wirst du und wahrscheinlich auch der Mensch entfunktioniert. I will not allow that. Das würde ich nicht zulassen. Continue your evaluation. Setzen Sie Ihre Evaluation fort. Umgehen, bitte Hilfe. Can you assist me with this? You have been provided with some... Okay. How would a military droid make someone be quiet? Ah, das sind aber schon so Tipps. Wie würde ein Militärdroid jemanden zum Schweigen bringen, umbringen? oh Gott. Initiere Test. I am ready to proceed with this test. Leute. Okay, hier ist halt noch nichts, gell? Vielleicht muss ich ja erst andere Sachen machen. Was gibt's denn hier zu tun? Keeping a home clean will be one of your primary functions. Clean this room. Alter Schwede. Ein Zuhause sauber zu halten, wird eine der primären Aufgaben sein, sobald Sie diesen Raum. Auffindbare Staubreste werden Ihre Terminierung verursachen. Ach, tut mir leid. Bitte Hilfe. Can you assist? You have been provided with the... Okay. Even our maintenance head couldn't clean this to spec. And his is not a face we'd want to see. Selbst der Chef unseres Wartungsteams könnte hier nicht den Anforderungen entsprechend sauber machen und sein Gesicht würden wir hier nicht sehen wollen. Communicate plainly. Kommuniziere einfach und deutlich. Any detected dust will result in termination. Ja. Erledigen. I have completed the task. Nein! Evaluating. Processing. Dust detected. Unit. This gravity shaft must have been designed to remove droids when they fail. Dieser Schwerkraftschaft scheint dazu gedacht zu sein, Droiden zu entfernen, wenn sie scheitern. Fortunately, I am much heavier than a domestic model. Glücklicherweise bin ich viel schwerer als ein Haushaltsmodell. Whoa, Arid. You don't want to be fired on your first day. Holla, Arid. Du möchtest doch nicht gleich in deinem ersten Tag gefeuert werden. Okay. So, destruction is what clears a failed droid's file from the registry. Okay, Vernichtung ist das, was einen gestatteten Druiden aus den Aufzeichnungen tilgt. That means you get to keep trying, but be careful. Das bedeutet, du darfst es weiter versuchen, aber sei vorsichtig. Okay. Wir können auch die ganzen Insekten... Der Raum vergeht im Dreck, die Luft ist muffig und Tierkot ist durch die abblätternde Tapete gefallen. Wenn er Tierscheiße ist, zerfix. Warum machst du das da nicht in eine Tüte oder in so ein Glas oder was der Teufel?
Ah. Okay, erste Aufgabe erfüllt. Keeping a home clean will be one of your primary functions. Mann, hab ich Clean einen this room. Durst. Any Milch habe ich detected noch. dust will result in termination. I have completed the task. Evaluating. Processing. No dust detected. I can breathe again. Get to the kitchen, droid. Ich kann wieder atmen. Komm in die Küche, Droide. Validated. Merit point awarded. So, die haben einen Punkt bekommen. Dann gehen wir wieder runter in die Küche. Eine krude hölzerne Fake Smile. Fuck was? Keine Ahnung, einer Person. Mann, zu fix. Benutzt doch mal normale Wörter. Fuck 7. Was ist das für. Was ist da? Nach dem M los? Ist das einfach nur ein I oder ist da doch irgendwie was dazwischen? Naja, keine Ahnung, eine Person. Ein Großteil der Farbe hat sich schon längst abgenutzt. Kann ich dich in ein Glas machen? Nein. So. Okay, machen wir das hier rein. Und ich hoffe, dass wir jetzt diese Aufgabe gelöst haben. Domestic droids must be free. Humans enjoy personalizing their habitats. Always assess how to make your master's home. Erledigen. I have completed the task. Evaluating. Processing. Flowers are of the wrong seasonal color. Unit terminated. Oh mein Gott. Blumenfarbe entspricht nicht der Jahreszeit einer Terminierung. Wow. Ups. Das war somit falsch. Okay, kein Grund, das zu entfernen. Soll ich ein Konservenglas da drüber machen? Geht nicht. Ich brauche irgendwie so ein. Kann ich nochmal so ein Ding haben? Nicht wirklich. Ein alter Backofen. Er ist total kaputt. Eine gläulich anmutende Holzfamilie sitzt um einen Holztisch. So, was wollen die hier? Noch eine kleine Konsole mit Lautsprecher, ja. Hören wir mal, was wir hier machen müssen. All aspects of food service are part of a domestic droid's duties. Alle Aspekte der Nahrungsversorgung sind Teil des der Pflichten eines Haushaltsroboters. Ein gut funktionierender Roboter gehört in die Küche. You there, robot, get my son something to eat. Du da, Roboter, besorge meinem Sohn etwas zu essen. Make it delicious and nutritious. Sorg dafür, dass es lecker und nahrhaft ist. And proceed to the grocery store. Verlassen Sie das Haus und gehen Sie zum Lebensmittelgeschäft. I will return. I will return. Okay, wir müssen dort wahrscheinlich Dinge suchen. Im Müll. What? Wie? Was? Warum? Eieieiei. Ich bin leicht am Sterben. Ich habe nicht gesehen, dass da rechts irgendwas ist. Ich war jetzt irgendwie.
Wow. Ist doch ein Mensch. Leute. Was ist hier denn? Ein kaputtes Sardinenmarkenlesegerät, auf ihm steht Wartung, in kleinen Lettern geschrieben. Eine Notiz, welche an die Wand geheftet ist. Brian Gibson, es wurde mir zur Kenntnis getragen, dass Sie sich immer noch weigern, den geringfügigen Pilzbefall in den Lüftungsschächten im Trainingskurs zu säubern. Es bereitet mir keine Freude, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Weigerung Ihrer Pflichten diesbezüglich nachzugehen, obwohl keine echte physische Gefahr besteht, Ihre Ersetzung als Chef des Wartungsteams notwendig machen wird. Ich habe Ihre formale Beschwerde gelesen und Domesticon versteht Ihre Bedenken. Doch nach unseren Richtlinien ist diese Situation nicht als wahrscheinliche Gefährdung einzustufen. Es stimmt, dass diese Pilzgattung eine ätzende Säure ausstoßen kann, wenn sie bedroht ist, und es ist bekannt, dass diese Kolonien verbundene Wurzelstrukturen entwickeln können. Seien Sie aber versichert, dass hier keine echte Gefahr vorliegt. Es ist für Menschen unmöglich, diese Schutzreaktion zu aktivieren. Der Pilz reagiert ausschließlich auf die Pheromone seines natürlichen Feindes und Schwarm-Nacktschnecken trauen sich aufgrund ihrer extremen Abneigung gegenüber hellem Licht nicht einmal in die Nähe unserer Einrichtung. Sie sind ein wertvolles Mitglied der Domesticon-Familie und sie sind absolut in Sicherheit. Verstehen Sie dieses Schreiben als offizielle Mahnung. Enden. Loganzeige überprüfen, gefundene Notizen und Loganzeige können Sie im Menü unter Zeige Loganzeige einsehen. Ja, das weiß ich. Lesen Sie sie, falls Sie nicht weiterkommen sollten. Ja, noch muss ich mich hier umgucken. Eine Werkbank, auf der sich eine Ansammlung von Werkzeugen zum Entfernen von Bolzen, Reparieren von Drehen und ähnlicher Tätigkeiten befinden. Okay, da kann ich wohl nichts mitnehmen. Hier ist doch noch was. Große Drahtzange. Verrosteter Radmotorenschlüssel. Oh ja, krass. Wir haben jetzt richtig viel Zeug im Inventar. Das sagt sie auch nichts zu. Ich glaube, dass ich das ganze Zeug tatsächlich brauche, um das Ding zu reparieren. Flachbildschirm. Um den Ofen zu reparieren. Ich werde blockiert. Ich sehe schon, ja. Du wirst blockiert. Eieieiei. So, hier waren wir. Da kommen wir her. Hier sind leuchtende Pilze. Eine weitere Holzperson, ein alter Mann mit fleckigem Overall. Ein antikes Fahrzeug, mechanisch sehr simpel gehalten. Wollt ihr Pilzpfanne oder so, Leute? Noch eine Holzperson. Das Kind ist mit Pilz bedeckt. Kann ich ins Konservenglas ein bisschen Pilz machen? Nee. Ein bisschen Mensch. Oh, das ist echt ekelhaft hier. Noch ein improvisiertes Gestell. An ihm hängt kein Körper. Das ist doch echt seltsam. Große Pilzanhäufung. Diese Spezies ist mir unbekannt. Ich kann nicht. Ins Glas? Mit der Zange was abklipsen? Nee. Mehr Holz, Leute. Da ist auch eine Aufgabe. Ich muss hier echt dafür sorgen, dass wir Strom haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
So funktioniert das jedenfalls nicht. So, jetzt schaue ich mir nochmal in Ruhe auf diesem Stockwerk um. Und dann würde ich sagen, wir nutzen hier wieder den Fahrstuhl, weil unten ging es auch nach rechts hin weiter. Da, wo wir von beschossen wurden. Ich meine, der Hansel hat ja Strom irgendwie. So, ich würde sagen, wir fahren mal zurück runter. Ich hoffe, dass wir nicht sterben dabei. Boah, hab ich einen Durst, ey. Hab ich einen Durst. Glaub mir keine Sau. Ja. Da ist der Lebensmittelladen. Ein kleiner Netzanschlusskasten. Der Stromkasten ist überwiegend intakt, aber da ist eine Unterbrechung in einem Kabel. Und das müssen wir reparieren. Nein! Dieser Ort wurde leer geplündert, falls es hier jemals etwas Nützliches gab, ist es schon lange weg. Ja. Ja, super. Kein Strom. Ich muss definitiv irgendwie Strom machen. Vielleicht kann ich es ersetzen oder reparieren, aber das haben wir doch schon versucht. Mit was soll man es denn sonst reparieren, wenn nicht mit der Kabelzange? Ganz ehrlich, wenn ein Kabel, ein Stück von dem Kabel fehlt, das schaffe ich sogar ohne Hilfsmittel. Im Notfall. Im Notfall, sage ich, ja. Dass es wieder geht. Zwar ist das dann nicht wirklich professionell und so weiter und so fort, aber es funktioniert. Die Lieferkiste, durch die ich hier hochgekommen bin. Altes verrottetes Holz. Kann ich. Ja. Das hat die falsche Farbe. So, wir gucken mal, ob wir da irgendwas machen können. Ob wir da irgendwas reparieren können? Nee. Oh, wir können hier hoch. Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz nach oben. Ich weiß nicht, was man mit dem Kind machen soll. Muss ja auch irgendwie aufhören zu schreien, das Ding. Ach, okay. Handabdruck. Warum kann ich das nicht versuchen zu benutzen? Eine Medikation in der Kindergrippe. Da ist ein Schacht in der Matratze. Okay. Ich will jetzt, dass die Aufgabe kommt. Ich will sie noch ein letztes Mal ausprobieren. Was? Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es erledigt ist? Sorry. Konnte man nicht, ne? Ich konnte nur sagen, umgehen. Achso, ich kann das ja nochmal machen. Schöne Tapete. Ich kann aber das Kind nicht umbringen. Und ich kann mit dem Schacht irgendwie nichts machen. Hier kann ich
kann ich keine Netzwerkverbindung eingehen, aber da ist ein manueller Schalter drauf. Ja? Ja, ja. Ich kann nicht sagen, dass es erledigt ist. Gut, Leute, ich würde aber trotzdem sagen, ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen. Ich werde die Folge jetzt beenden und hoffe, dass er dann irgendwann mal gespeichert hat, weil es sah nicht danach aus, aber es hilft nicht. Ich kann jetzt nicht noch 3 Stunden spielen, bis er mal speichert. Vor allem, ich weiß ja wirklich nicht, wie lange ich noch spielen würde oder müsste, bis er mal speichert. Vielen Dank schon mal fürs Zugucken, meine Lieben. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge von The Fall. Die für euch, nee, die 5. Folge ist ein bisschen zu spät rausgekommen. Das ist jetzt irgendwie das, was ich gerade heute aufnehme, weil ich so lange auf diese blöde Post gewartet habe. Naja, ihr werdet es mir bestimmt verzeihen. Danke, Leute. Und bis morgen. Ciao.